Am Rande des hessischen Vogelsberg im beschaulichen Ettingshausen wohnen 5 alte Damen. Die jüngste ist 78, in einer WG der ganz besonderen Art zusammen. Ins Leben gerufen wurde das Ganze von der Vermieterin Dagmar Zien, die aus eigener Erfahrung ganz genau weiß, was es heißt, mit pflegebedürftigen Menschen zusammenzuleben. Meine Eltern sind pflegebedürftig geworden, hatten eine Zeit lang in einem Heim gelebt und wir hatten uns aber überlegt, dass wir wieder alle zusammenziehen möchten. Meine Eltern hatten etwas Kapital, das haben wir dann hier ins Haus gesteckt und 2004 war dann das Haus fertig. Wir konnten alle einziehen, also meine Eltern, auch meine Schwester, die schon ganz lange pflegebedürftig war. Von daher hatten wir das Haus von Anfang an auch so konzipiert, ne? Also dass es ebenerdig ist. Für viele ist es ein großer Wunsch, ein selbstbestimmtes Leben im Alter in den eigenen 4 Wänden. Steigende Gebrechlichkeit und Unsicherheit machen das jedoch oftmals unmöglich. Dann stellt sich irgendwann, auch für die Angehörigen, die Frage, wohin jetzt? Ich habe meine Mutter 6 Jahre zu Hause gepflegt, mit Beruf und dann haben wir uns irgendwann entschieden, vor knapp 2,5 Jahren, dass meine Mama hier in Ettingshausen dann einziehen darf. Sie war schon mal zur Pflege für 4 Wochen, da wir in Urlaub waren. Sie ist verunglückt und das hat ihr eigentlich ganz gut gefallen und wie es zu Hause nicht mehr ging. Und da hat sie damals zu mir gesagt, also in Altenheim gehe ich nicht, aber ins Holzhaus würde ich gehen. Ein Alters- oder Pflegeheim ist für viele nur der letzte Ausweg. Eine Alternative kann da eine Senioren-WG sein. Ich denke mal, durch dieses Kleine, dieses Familiäre, ist es ein ganz anderes Wohnen als in einem Pflegeheim. Und es gefällt dir gut hier. Ja, es ist schon schön, weil du Zimmer für sich allein hast. Weil da oben, da waren ja meistens 2 Bettzimmer, gell? Das ist ja schon, da muss man schon immer wieder Rücksicht auf den anderen nehmen. Willst du das Fernsehen gucken, wollen wir das zusammen machen oder so? Und wenn du allein bist, kannst du alles machen, wie du willst. Das ist der Unterschied. Ach na ja, das ist das Pflegeheim, ist halt Heim. Ne? Das ist ja hier kein Heim. Das ist ja, wir sind eigentlich mehr wie so große Familien. Ne? Ja. Ah ja, es ist schon gut hier. Ja, ja. Ist auch schön. Mach die Tür auf und dann bin ich im Garten. Neben dem Pflegedienst, der 2-mal täglich kommt, unterstützen 3 feste Mitarbeiterinnen in Teilzeit die Damen bei allem, was nötig ist. Wir beziehen auch die Mitbewohner bei verschiedenen Tätigkeiten mit ein. Wäsche legen, so wie sie auch gerne möchten. Manchmal muss man es auch aktivieren. Beim Mittagessen kochen, Kartoffeln schälen, Gemüse schneiden, Kuchen backen. Hier ist ja auch alles geboten. Ich habe den ganzen Tag meinen Betrieb hier. Wenn ich nichts habe, dann stricke ich ein bisschen oder lese. Zwischen Abendbrot und Kaffee trinken, dann beschäftigen wir uns. Unterhalten wir uns einfach nur über Vergangenes, über das Leben der alten Menschen oder der älteren Menschen. Wir spielen. Wir machen Gedächtnisübungen, leichte sportliche Betätigung. Durch die kleine Zahl der Bewohner ist es viel einfacher, auf die Bedürfnisse der Einzelnen einzugehen, als in einem großen Haus mit vielen Belegbetten. Mehr Zeit, viel mehr Ansprache, viel mehr Aktivitäten. Es wird jeder einbezogen in das alltägliche Leben. In einem Pflegeheim ist alles strukturiert, zeitabhängig. Hier ist es individuell. Na, dann kann man auf jeden persönlich eingehen, wenn ihr da eine Hilfe braucht. Man hat dann immer Kontakt, so ein bisschen Augen und Ohren muss man da offen halten und immer auf jeden eingehen. Auf jede Persönlichkeit kann man bewusster eingehen. Die Mitbewohner können mitbestimmen. Also der Tagesablauf wird besprochen. Der Speiseplan hauptsächlich wird besprochen. Und ja, das ist eigentlich, wie soll ich sagen, ist eigentlich lockerer, ist fast wie zu Hause, wie im Haushalt. Auch was den Kostenaufwand betrifft, liegt man mit rund 1.000 Euro, zumindest in dieser WG, deutlich unter dem, was für einen Platz in einer Pflegeeinrichtung aufgewendet werden müsste.
Und dann gibt es natürlich, das kann ich auch erzählen, seit 1.1.2013 gibt es vom Staat auch eine Förderung für solche Wohngemeinschaften. Eine Senioren-WG darf allerdings nicht mit einem normalen Pflegeheim verwechselt werden. Die Hilfe und Unterstützung von Angehörigen und auch Freunden spielt eine wichtige Rolle in der Alltags- und Freizeitgestaltung der Bewohner. Also es ist ganz wichtig, dass die Angehörigen auch sehr viel mitarbeiten, sehr viel mitorganisieren. Das ist schon, ich denke mal, man ist halt mehr gefragt, als wenn man jetzt in einem Pflegeheim seine Angehörigen untergebracht hat, weil man hier mehr mithilft. Es ist sehr familiär. Auch ich habe einen Schlüssel, ich kann kommen, wann ich möchte, ich kann die Enkelkinder mitbringen und das ist für die Damen ist das schön. Weil die bringen einfach Leben ins Haus. Und das ist für die ist das einfach, ja, Highlights. Ja. Für Dagmar Zien ist diese Wohngemeinschaft und der dazugehörige Verein Selbstbestimmt Leben im Alter e.V. eine Herzensangelegenheit und auch ein Projekt der Zukunft. Ja, weil das so ein Modell ist, wie ich auch mal leben möchte. Also es war Herzensangelegenheit natürlich auch erstmal so für meine Eltern. Ne? Ich wollte für die auch so einen bestmöglichen Rahmen haben. Und ja, ich finde, sowas muss einfach mehr gefördert werden. Ne? Also das ist so eine... Also ich hatte jetzt vor kurzem eine Anzeige gesehen von Menschen, die auch sowas aufmachen möchten, lieber mit anderen jung bleiben, als alleine alt werden. Ne? Also das fand ich einen sehr schönen Spruch. Ne? Also ich denke, ja, es geht auch um Kontakte, um nicht zu vereinsamen. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung, ne? Gerade Menschen, die es nicht gewohnt waren, in WGs zu leben. Also da früher ging es ja um familiären Rahmen, ne? Tochter vor allen Dingen musste halt dann irgendwann für mich sorgen. Und ich gehöre ja zu der Generation, ich bin halt immer oder habe lange in WGs gewohnt, ne, und bin damit groß geworden. Und ich denke, das ist das Ideale auch wieder für einen Lebensabend, ne, etwas gemeinsam zu machen.